Obwohl die großen Tech-Unternehmen wie Apple, Microsoft und wie sie alle heißen sehr gut gelaufen sind in diesem Jahr, sieht man eine Schwäche beim Nasdaq gegenüber dem S&P 500. Und jetzt sind wir in der Woche der Wahrheit, denn vier große Tech-Unternehmen werden in dieser Woche ihre Zahlen vorlegen und die müssen liefern, denn die Aktien dieser Unternehmen sind super gelaufen. Da ist also schon sehr, sehr viel Positives drin und wenn das nicht erfüllt wird, dann könnte es eine ziemlich ungemütliche Woche für die Aktienmärkte insgesamt werden. Schauen wir uns das Setup zu Beginn dieser Woche an, meine Damen und Herren. Wir haben morgen Microsoft und Alphabet, also zwei wirkliche Schwergewichte, vor allem Microsoft mit Apple, ja die marktschwerste Firma an der Wall Street, am Mittwoch Meta und dann haben wir am Donnerstag Amazon. Rechts in dieser Grafik sehen Sie die Gewichtung der marktgewichtetsten Aktien oder die Aktien mit der stärksten Marktgewichtung im S&P 500. Sowohl Apple als auch Microsoft haben mal eben entspannt 7% Gewichtung in diesem Index. Dementsprechend eben extrem wichtig, was hier passieren wird. Wir sehen hier 42% der Marktkapitalisierung im S&P 500 wird in dieser Woche berichten. Dann ist noch in der nächsten Woche ein bisschen was, vor allem Apple. Und das war's dann wohl. Hier sehen wir die Performance von Apple, Microsoft und wie sie alle heißen. Das ist natürlich spektakulär. Und das muss gerechtfertigt werden durch Zahlen. Hier sehen wir mal Bewertungsniveaus, Price-Earnings-Ratio, da haben wir eine Meta mit 19, wir haben eine Amazon mit 60, dementsprechend ist vielleicht Amazon das gefährlichste Unternehmen in dieser Woche. Warum? Weil eben Amazon eigentlich sein Kerngeschäftsmodell, das Sie alle kennen, es werden Ihnen Pakete geliefert etc., wenn Sie online bestellen, das läuft nicht so richtig rund, respektive damit lässt sich kein Gewinn erzielen. Gewinn hat man mit der Cloud erzielt, aber jetzt zeigen eben immer mehr Aussagen aus diesem Sektor, dass es schwieriger wird, hier Geld zu verdienen. Dann haben wir eine Apple 26 sportlich, wir haben eine Google 19 weniger sportlich, aber vor allem eine Microsoft. Natürlich ein grundsolides Unternehmen, keine Frage, aber Price-Earnings-Ratio 27, nicht gerade billig, dazu gleich mehr. Jetzt gucken wir uns mal Apple und Microsoft an, die machen alleine in dem Information-Technology-Sektor 53,8% aus. Also diese beiden Aktien sind mehr als die Hälfte eines dieser 11 Sektoren im S&P 500, nämlich des schwerstgewichteten Sektors im S&P 500. Technology macht hier knapp 29% im S&P 500 aus. Was war das? Eine falsche Schaltung. Jedenfalls hier erkennen halt diese Dominanz dieser wenigen Unternehmen. Dementsprechend wird es sehr wichtig sein, wie diese Zahlen ausfallen. Oben sehen wir mal, der April ja eigentlich saisonal ein guter Monat für die Märkte, vor allem für den Nasdaq. Aber wir sind im Nasdaq sogar leicht im Minus im April. Hier unten sehen wir übergeordnete Seitwärtsbewegung seit einigen Tagen. Unten sehen wir, dass trotz der Anstiege in letzter Zeit immer mehr Aktien Tiefs erreichen statt Hochs erreichen. Also das Verhältnis zwischen neuen Hochs und neuen Tiefs ziemlich ungünstig. Und hier sehen wir die Schwäche im Nasdaq, meine Damen und Herren. Während der S&P 500 auf Tagesbasis ein neues Verlaufshoch hatte bilden können, ist das dem Nasdaq nicht gelungen. Der Nasdaq also schwächer. Wir haben jetzt ja Zahlen gehabt von Netflix und TESA. Beide jetzt nicht so überragend. Heute bekommen wir klassische Unternehmen wie Coca-Cola, morgen dann eben erst diese großen Tech-Zahlen mit Alphabet und Microsoft. Und jetzt gucken wir uns mal die Bewertungen an. Durchschnittlich eine Price-Earnings-Ratio, also ein Kursgewinnverhältnis von 25. Das ist sportlich, zumal in Zeiten ansteigender Zinsen. Aber was unter der Oberfläche passiert, ist auch interessant. Wer nämlich jetzt sich absichern will gegen einen 10% Fall im Nasdaq, also einen Rückgang von 10%, der muss so viel Geld bezahlen wie seit einem Jahr nicht mehr. Also die Absicherungen für fallende Märkte sind teurer geworden. Das deutet darauf hin, dass das Absicherungsbedürfnis gestiegen ist, dass also mehr Leute Absicherungen gekauft haben. Und die Frage ist, wird es beim Nasdaq so ausgehen wie jetzt zuletzt bei Bitcoin? Bitcoin ja mit dem Höhenflug dann an diese Trendkanalbegrenzung gekommen und dann erstmal nach unten abgeprallt. Ähnliches könnte passieren beim Nasdaq, ist natürlich nicht ausgemacht, aber eins ist klar, wir haben hier ein Bewertungsthema und das gilt vor allem in Sachen Tech, Bewertungsthema in Relation zu Value-Unternehmen. Wir sehen hier
in dieser Grafik mal alles, was über der gestrichelten Linie ist, dann wäre Tech billig im Vergleich zu Value, aber das Gegenteil ist der Fall. Tech ist sehr teuer im Vergleich zu Value, deswegen meine These, Value wird in nächster Zeit besser laufen als Tech, weil Tech eben diese hohen Erwartungen nicht erfüllen kann. Was machst du, wenn du zwar miese Zahlen lieferst und schlechte Ausblicke vielleicht liefern wirst, aber dennoch nicht willst, dass deine Aktie fällt? Dann machst du Folgendes, du musst so oft erwähnen, wie es geht, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, so wie Nvidia das ja großartig macht. Da werden miese Zahlen präsentiert, die zeigen, dass die Firma seit Jahren stagniert, aber je öfter du künstliche Intelligenz sagst, umso höher steigt dein Kurs. Also das erste Prinzip, dann musst du Leute entlassen, ganz wichtig, dann musst du das eingesparte Geld, das du durch diese Entlassungen hast, das musst du in Aktienrückkäufe investieren. Und vierter Punkt, alles was nicht gut gelaufen ist, liegt an der bösen Fed und den höheren Zinsen. Das ist genau das Muster. Hier sehen wir mal etwa Nvidia mit einer Bewertung, die sozusagen selbst Elon Musk in Zeiten des ultrabilligen Geldes praktisch erbleichen lässt, könnte man sagen. Also Price to Earnings, das ist schon letztendlich kaum mehr zu rechtfertigen. Wir haben ein KGV von 160. Wir sind bewertet. Das ist unglaublich, wenn man sich mal zum Beispiel anschaut, wie viel Umsatz Facebook macht, respektive Meta im Vergleich zu Nvidia. Dann ist das etwa das 4- bis 5-fache, aber dennoch ist Nvidia höher bewertet, weil man eben sagt, irgendwas mit KI, das reicht. Aber Zinsen, das war vorhin nochmal mein Stichwort. Tech-Werte ja sich gut gehalten, die großen Tech-Werte sich gut gehalten angesichts oder trotz steigender Zinsen, aber eben nicht die Banken. Die Bankenkrise weiter ungelöst. Wir haben am Freitag neue Daten bekommen von der Fed, die zeigen, dass wieder Abflüsse der Fall waren. In der Vorwoche war ja ein bisschen Geld wieder reingeflossen, es lag aber wahrscheinlich an den Steuerzahlungen, die fällig waren für die Amerikaner. Also haben die Amerikaner Gelder von anderen Bereichen abgezogen, haben sie dann auf ihre Bank gepackt und von dort aus dann ihre Steuern bezahlt. Aber jetzt sehen wir, dass vor allem große Banken Einlagen verloren haben, knapp 60 Milliarden, die Small Banks 8,8 Milliarden. Und jetzt Moody's am Wochenende mit einer Abstufung vieler Banken, vieler Regionalbanken, etwa Western Bank Corp und so weiter und so fort. Heute haben wir die Zahlen von First Republic. Science ist hier abgestuft worden. Also viele, die man erkennt, viele dieser Regionalbanken, die zuletzt in den Schlagzeilen waren. Mal sehen, was da passieren wird. Irgendwie hat, glaube ich, mein Rechner so einen kleinen Schaden, gell? Der macht Dinge, die ich ihm gar nicht gesagt habe. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren mit dieser Geschichte. Waren wir gerade. Und hier sehen wir nochmal diese Bank Deposits. Wir sind jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2021. Diese Grafik geht nach unten. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel passiert, aber wir sehen, dass eben diese Abflüsse jetzt wieder praktisch der Fall sind. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung hier unten sehen wir mal den S&P, der sich am besten hält. Dann kommen die vier großen US-Banken und dann eben diese Regionalbanken, die im KRE, diesem ETF, auf Regionalbanken zusammengefasst sind. Also wir sehen, dass da offenkundig noch keine Entspannung ist in diesem Bereich. Und hier hat jetzt eine Analyse ergeben von Goldman Sachs, dass jede 10% der Profitabilität, die bei Banken verloren geht, dann die Kreditvergabe um 2% zurückgeht. Wenn jetzt also die Banken hergehen, etwa Regionalbanken oder auch große Banken wie JP Morgan, sagen, passt auf, wir geben euch auch mal 4-5% Zinsen. Apple, ja, mit 4,15% Zinsen, Geldmarktfonds, jetzt knapp unter der 5er-Marke durchschnittlich. Also, wenn die Banken jetzt sagen, wir geben das weiter, dann geht das in die Profitabilität. Das heißt, sie würden dann wieder weniger Kredite vergeben. Also das würde dann sozusagen diesen Credit Crunch, den wir ohnehin sehen, noch verstärken. Und jetzt hat ein ehemaliger Fed-Offizieller gesagt, also Leute, diese Bankenkrise ist noch lange nicht fertig, sondern wir sind jetzt im Prinzip noch nicht mal in der Mitte dieser Bankenkrise. Mal sehen, ob diese Warnung, die hier im Wall Street Journal gekommen ist, ob die sich manifestieren wird. Aber eins ist klar, wir haben hier schon bereits jetzt klare Warnsignale in Sachen Kreditvergabe, entweder zum Beispiel den NFIB Small Business Survey,
wo gezeigt wird oder wo die Firmen, die kleineren Firmen antworten, hey, wir haben echt große Schwierigkeiten, Kredite zu bekommen. Die Zahl geht deutlich nach oben. Jedes Mal, wenn hier diese Befragung stark nach oben geht, stehen wir vor einer Rezession. Hier sehen wir rechts die Prozentzahl von Firmen, die sagen, es wird schwieriger, an Kredite zu kommen. Und das gilt auch für die Konsumenten. Jetzt schauen Sie mal hier. Unten sehen wir, die Household Debt hat sich gedrittelt in einer Dekade, sind zuletzt massiv gestiegen. Gleichzeitig sind die Zinsen auf eben diese Kreditkarten gestiegen. Inzwischen jetzt bei 20% etwa durchschnittlich. Und das zeigt sich jetzt dann, dass die Kreditvergabe hier nicht mehr bereit oder dass Banken nicht mehr bereit sind, jeden Dreck zu finanzieren. Das zeigt sich jetzt in der Pleite von Bed Bath & Beyond. Die werden alle Niederlassungen schließen. Ich glaube, das sind noch über 200 in den USA. Das ist praktisch die Meme-Aktie schlechthin gewesen. Immer wieder sehen Sie hier solche Spikes nach oben, völlig irrational, war von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt. Jetzt ist es gescheitert, also jetzt ist ein Meme-Stock-Liebling mal eben verschwunden und das ist wahrscheinlich nur der Vorbote für eine Rezession, die natürlich so stark antizipiert wurde wie noch nie, vielleicht in der Geschichte. Hier sehen wir mal die Possibility of a Recession in der Fed-Survey. Also ist das schon zu sehr Konsens, dass eine Rezession kommt, könnte man vielleicht sagen, aber ich glaube, die Zeichen sind schlichtweg so eindeutig mit Kreditvergabe, die eben nachlässt, mit den Problemen im Commercial Real Estate Bereich und. Die Fed hat jetzt eben sehr stark auf die Bremse gedrückt und das wird dauern, bis dieser Bremsvorgang dann wirklich sich zeigen wird. Jedenfalls sehen wir, dass gleichzeitig die Zentralbanken respektive die Bankreserven sich deutlich verringern. Das heißt, wir haben weniger Liquidität am Markt und das gilt auch im globalen Maßstab. Wir sehen, dass Quantitative Tightening jetzt weitergeht. Hier erwartet Morgan Stanley oder JP Morgan genau gesagt, dass insgesamt sozusagen hier weiter Liquidität aus den Märkten gezogen wird durch die Zentralbanken im Kampf gegen the Inflation. Und rechts sehen wir mal diesen unglaublichen Bullenmarkt, der zuletzt stattgefunden hat, wenn wir das mal in größerer Zeitperspektive sehen. Die Kommentare auf YouTube sind ja teilweise echt witzig, wir sind in dem totalen Bullenmarkt und so weiter und so fort. Das sieht nicht aus wie ein totaler Bullenmarkt, aber wenn die Dinge jetzt schwieriger werden, dann sehen wir wahrscheinlich irgendwann die Kapitulation der Notenbanken. Dazu müssen die Dinge aber auch wirklich schwieriger werden. Michael Hartnett von der Bank of America sagt, die Notenbanken haben nichts anderes eigentlich, oder es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die strukturell höhere Inflation durch Demografie, durch Energiewende etc. zu akzeptieren. Jetzt sehen wir jedenfalls, dass die globale Liquidität bereits wieder abnimmt, während die Aktienmärkte latent gestiegen sind und vor allem sehr long investiert sind, sogenannte CTAs, diese Commodity Trading Advisor, die jetzt, wenn die Dinge nach unten gehen, dann müssten die in den nächsten 4 Wochen über 200 Milliarden Dollar praktisch verkaufen oder müssten Aktien im Volumen von über 200 Milliarden Dollar verkaufen. Diese CTAs sind komplett drin, die sind extrem long. Und bevor ich Sie in diesen wunderbaren Montag entlasse, meine Damen und Herren, noch ein paar Zahlen aus China. Hier erwartet man über 9 Millionen Air Passenger Trips. Das wäre mehr als 2019 bei der Goldenen Woche, die jetzt ja ansteht in China. Gleichzeitig haben chinesische Offizielle bis in die höchsten Kreise hin gewarnt, dass diese wirtschaftliche Erholung vielleicht jetzt doch nicht so toll ist, dass sie stockt. Wir haben das an so vielen Sachen gesehen, Autoverkäufe etc. etc. Also das wird vom Westen total überschätzt, diese Erholung, die praktisch diese Lockdowns, die haben Folgewirkungen, die nicht einfach durch die Öffnung dann wieder praktisch kompensiert werden können. Hier, auch hierzulande in Deutschland, historischer Einbruch der Kreditnachfrage. Wir sehen, dass etwa die privaten Haushalte ihre Kreditnachfrage um 45% reduziert haben. Unternehmen um 30% reduziert haben. Ein Rückgang der Kreditnachfrage ist ein hervorragender Vorbote einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung. Klar, das ist hier so wie in den USA. Hier sehen wir das nochmal. Diese Rückgänge, die sind schon herb. Das sind schon mit die größten der letzten Jahre und Jahrzehnte, die wir sehen. Klar, die Banken werden vorsichtiger, die Zinsen sind viel teurer. Also sehen wir zum Beispiel ja diese Schwierigkeiten am Immobilienmarkt, weil man sich sagt, hey, das Geld ist zu teuer, wenn ich es mir ausleihe. Jetzt also die Woche der Wahrheit. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, was ist zu erwarten? Wie ist die Ausgangslage?
Was sollten Sie im Fokus haben in dieser Woche? Und die zweite Empfehlung: Wo bleibt die prognostizierte Rezession? Ein Artikel von Wolfgang Müller, der wieder das ganz große Picture sehr, sehr, sehr gut beleuchtet. Also zwei Artikelempfehlungen. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im Marktfest. Servus, ciao.